Übung macht den Meister. Ein bekannter Spruch. Wir alle haben verschiedene Talente und Fähigkeiten. Diese können sich noch verbessern, wenn wir sie richtig einsetzen. Voraussetzung hierfür ist, den Mut dazu zu finden. Gott gibt uns die Begabungen für einen guten Zweck, damit wir etwas Gutes tun können. Danken wir ihm für alles, was wir von ihm bekommen haben, und beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Silber ist günstiger als Gold. Das wissen wir. Aber was kostet ein Gramm Silber? Nachdem ich das in dieser Woche überprüft habe, kann ich sagen, ein Gramm Silber kostet 69 Euro Cent. Das ist nicht viel. Aber was kosten 25 Kilogramm Silber? Das ergibt einen Preis von mehr als 15.000 Euro. Wenn uns jemand 25 Kilogramm Silber gibt, ich würde sagen, so etwas ist schon unwahrscheinlich, aber nehmen wir an, so etwas ist geschehen, was werden wir damit anfangen? Nach einer Zeit der Überraschung werden wir das gut verwenden. Nun, eine andere Frage, wie würden wir ihn, der uns das gibt, dann bezeichnen? Ich denke, solange er uns nicht ausnutzt, würden wir sagen, dass er ein guter Mensch ist. Im Evangelium hören wir von einem Herrn, der sein Vermögen seinen Dienern anvertraute. Die Höhergestellten bekommen jeweils 5 und 3 Talente, der dritte nur 1 Talent. Wie erwähnt, 1 Talent Silbergeld wog zwischen 25 bis 34 Kilo. Nun können wir rechnen. Ja, das war eine Menge Geld und damit kann man etwas anfangen, wenn man es möchte. Und die ersten beiden erkannten den Wert und wurden aktiv. Danach hören wir von der Rückkehr des Herrn. Hier sehen wir, dass sie nicht nur fleißige, sondern auch dankbare Diener waren. Aber interessant ist, dass dem dritten Diener genau das Gegenteil widerfuhr. Sie haben keinen guten Eindruck voneinander und beschuldigen sich gegenseitig. Was war das Problem? Der dritte Diener war nicht dankbar. Er war ein Mensch, der kein Vertrauen und Zutrauen hatte. Er war eifersüchtig, weil er weniger bekam. Mit dem einen Talent hat er nichts getan und dabei verliert er alles. Stellen wir uns aufgrund diesem Gleichnis folgende Frage: Ist das, was man hat, sehr wichtig? Nein, was man daraus macht, das ist wichtig. Wir alle haben die eine oder die andere Fähigkeit, aber wir sind unterschiedlich begabt. Wenn wir diese Realität sehen und wie ein vernünftiger Mensch akzeptieren, werden wir nicht verwittert sein. Und dann werden wir uns nicht verstecken. Ja, meine Lieben. Wichtig ist, es zu tun, was jedem möglich ist. Sich einsetzen für das Gemeinwohl, für die Familie, die Kirche und so weiter. Zufriedenheit, Zutrauen und Vertrauen sind wichtige Faktoren in unseren Beziehungen. Vor allem sollen wir unseren Mitmenschen mit dankbarem Herzen begegnen. Dazu segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.